Einen wunderschönen guten Hallo. Tag zusammen und Tukulu. Ach ja. So passt. Boah, heute ist echt ein verfluchter Tag, ich sag's euch. Ehrlich, ich hoffe, euch allen geht's gut. Anagami, danke schön für den Prime am 31. Hallo. Guten Hallo, der Herr. Wieso denn? Boah, ich bin grumpy as fuck, Alter. Ohne Witz. Wolibär, danke schön für den Wiesam am 36. Und auch Hokulu. Kuss, what los, ach. Boah, der Güffi hat heute so reingeschissen, ne? Und wir gerade auch, Milo und ich. Oh mein Gott, Alter. Hier eine Gildros-Pommes. Also vorhin. Das ist so ein verfluchter Tag, Alter. Ist so komisch, wieder auf einer mechanischen Tastatur zu tippen, anstatt in meinem Laptop. Aber fühlt sich gut an, ne? Ist das was Neues? Ne, eigentlich nicht, Alter. Boah, das ist besonders schlimm. Aber den Güffi hat es heute am meisten getroffen. Der Güffi hat heute so reingeschissen, Alter. Boah, des Todes, Mann. 20.03.2021. Das ist echt verflucht heute. Hab mir auch Geld was heruntergeladen. Verstehe, geh nix. Ja, haben wir auch nicht. Tun wir jetzt immer noch nicht. Sieh der Tag heute. Und bei Mila und mir war das heute nur geringer Schaden. Ist geil, aber so komisch fühlt sich an, als ob man einen halben Meter runterdrücken muss. Aber man gewöhnt sich dran. Als ich meine Tastatur bekommen habe und so, das ist voll ungewohnt, aber mega gut. Wird nie wieder was anderes nehmen. Was seid ihr gelaufen? Wir sind nichts gelaufen. Wir haben einen. Es gibt so, jede Woche kriegst du ein. In dem Spiel kriegst du so einen Beutel, da sind Lorbeeren drin. Oder in dem ganzen Monat irgendwie so. Da sind Lorbeeren drin und die kannst du umtauschen gegen gewisse Items. Und wir haben heute, Mila und ich haben ein Item gekauft, was absolut sinnlos war, Alter. Und haben quasi den ganzen Progress zunichte gemacht. Für dieses eine Item, Alter. So, für die Leute, die Guild Wars kennen, wir haben ein Amulett beim PvP-Händler gekauft und da kommen keine Infusionen und so rein. Ist halt für uns totaler Quatsch, weil wir brauchen aufgestiegenes Gear für Infusion, damit wir höhere Fraktale laufen können. Das ist geringfügig, aber der Güffi, der Bruder. Ich weiß, dass ihr das wahrscheinlich nicht, aber ich versuche das mal zu erklären. Der Güffi hat so reingeschissen, Alter. Pass auf. In dem Spiel gibt es Truhen, die kann man im Auktionshaus kaufen, die kosten 2 Silber oder so. Und wenn man irgendwelche Missionen macht und Story-Missionen in dem Spiel, kriegt man auch die Schlüssel dafür. Das ist ein bisschen Gamblen so. Du musst aber kein Geld ausgeben. Die Schlüssel kriegst du auch so. Und in diesen Truhen kann, wie bei CSGO, kann ganz selten Items drin sein. Ja? Da können ganz, ganz krass selten Items drin sein. Zum Beispiel so ein Contract, damit man sich immer wieder die Haare verändern kann und die Haarfarbe und so. Das ist so ein legendärer Contract. Ist also ziemlich selten. Kann man eigentlich vergleichen mit einem CSGO-Knife oder so. Und ist auch eine Menge wert. Sind den Contract, den er bekommen hat, ist so 3000 Gold wert. Und der Güffi hat einen bekommen. Und der Güffi macht auf dieses Item Doppelklick. Da der Account gebunden ist. Und kann es nicht mehr verkaufen. Er hat das Item einfach benutzt, Alter. Junge Güffi, Alter, du hast so reingeschissen, Alter. Und ihr müsst euch vorstellen, Güffi braucht das Gold. Ne, 3000 Gold ist eine Menge, Alter. Du kannst dir davon im Aktionshaus so Dings kaufen, Ausrüstung, allen möglichen Scheiß, Alter. Der braucht das unbedingt. Der kann Berufe damit leveln, alles so. Und der ist neu, der ist frisch 80 halt. Der braucht dieses Gold. Und weil er keine Ahnung hatte, was er tut, hat er einfach auf diesen legendären Contract, auf dieses sauteure Item, Alter, hat er Doppelklick drauf gemacht und es bringt ihm einfach Ginnix, Alter. Jetzt hat er einen Support. Jetzt hat er ein Support-Ticket geschrieben.
dass der immer sehr nervös ist und so. Und dass der aus Versehen da drauf geklickt hat, in der Hoffnung, dass sie das vielleicht wieder umtauschen sollte. Boah, ist der mad gewesen. Das wird nix, das wird doch nix. Glaube ich auch nicht. Oh, Bruder, der, oh mein Gott, was für ein Tag heute schon wieder. Oh. Boah, Güffi, Alter. Da ist er, Güffi. Güffi, was machst du mit deinem Reichtum im Spiel jetzt? Was machst du mit deinen 3000 Gold? Wolibert, dankeschön für den Resub im 36. Und Bad Santa, dankeschön für den Prime im 13. Und Stanzi, vielen lieben Dank für 10 Gifted Subs, Mann. Dankeschön. Vielen lieben Dank. Ja, der hat mir auch richtig leid getan, Alter. Bin Ruhestand. Eigentlich ist der Support in GW2 ziemlich kulant. Wir werden sehen. Ich habe gerade auch ein Ticket geschrieben und Mila auch. Ich habe gesagt, Bruder, Alter, tausch mir dieses Amulett wieder um. I don't know, was hier abgeht, Alter. Ich brauche die Lorbeeren zurück. Vielleicht machen sie es, vielleicht nicht, egal. Wenn nicht, lernt man aus Fehlern so. Für Güffi ist es nur richtig bitter. Spiel ist durchgespielt für mich, ja. Güffi ist richtig mad, der hat da sofort Alter 4 gemacht. Alter. Stellt euch vor, ihr macht in CSGO eine Kiste auf und zieht einen Knife, Alter. Und ihr löscht dann einfach danach, weil ihr keine Ahnung habt. Weil ihr keine Ahnung habt. Nee, oder besser, ihr verkauft das Knife einfach für 10 Euro, obwohl das einfach 2000 Euro wert ist, Alter. Boah, Güffi, du tust mir so leid, ne? Du hättest alles haben können. Du bist vor der Ziellinie einfach rechts abgebogen, Junge. Du gibst einfach nur einen Fick, Junge. Oh Mann, ey. Ach, Basic Drop, der Güffi hat heute was aus einer Kiste gezogen in Guild Wars, was ziemlich wertvoll ist und hat einfach reingeschissen und das Teil benutzt, sodass er dann seinen Account gebunden ist. Und jetzt kann er nicht mehr weiterverkaufen, so obwohl er Gold dringend nötig hat in dem Spiel. Ah. Boah, ist das ein scheiß Tag heute, Alter. Was sind denn 3000 Gold umgerechnet an Wert? Ich weiß es nicht. Ich glaube 50, 60 Euro oder so, ne? Hallo, Erik. Boah, da tut so weh. Ja, Cube, danke schön für den Resub am 16. Und hallo, Bruder, was geht? Ich hoffe, dir geht's gut, Mann. Ich denke mal, vielleicht bekommt er die Hälfte zurück. Nee, der bekommt, entweder bekommt er das ausgetauscht, weil sie kulant sind, der Support, oder er bekommt gar nichts. Dann hat er zwar ein Item, was dem Spieler ein bisschen was bringen wird, so, aber halt nur eine Kleinigkeit. Weil mit dem Item, was er bekommen hat, kann man Infusionen und Edelsteine so aus dem Gear rausholen. Und das kannst du aber auch machen, wenn du so 40 Silber mal zahlst. Nur ob der wird nichts bekommen. Ja, sehen wir ja dann. Also in WoW oder so würden die das umtauschen ohne Probleme. Hallo Nixon. Und er kann sich halt diese 40 Silber jetzt immer sparen, weil er einen Contract dafür hat, dass das immer kostenlos ist. Das ist schon nicht schlecht, das Item, ne? Aber bringt ihn halt am Anfang nichts so. Anthem wurde eingestellt, wenn du das meinst, Iron, das Spiel. Die wollten ja eigentlich komplett überarbeiten, das wurde aber auf Eis gelegt. Nope, der wird nichts bekommen, mal gucken. Ach ja. Hallo Pink Foxy, wer ist denn noch alles da? So, Nixon, Iron, hallo Pink Foxy, Javarus. Ja, mittlerweile kannst du in WoW die Charakter selber wieder zurückholen und auch Items, die du verkaufst und so. Egel, guten Abend, Spicy, Sweatblack, Soap, MDK, Mr. Toastbrot, Peter Klause, hihi, ach, der Tony, Squeezy, Nandara, Ronny ist da, Tomarin, Kölsch, Danmac, Chris Cross, No Name, Fabian, Karim, Seamaster, LVO, Project, Loco, Hayes, YouTube, Absolut Fichte, Schlappi, Stanzi, Mr. Untron, The Marv, Anup, Lappen, Basic Drop, Yoki, Benmi, Virus oder die Koso, Floxe, Lars, Flying Star, Oma ist da, Alpino ist da,
Tis nix Case da, Rosalie's da. Ich mach nicht nur über deine Aussprache von Ethan lustig, weil es mich aggressiv macht. Was willst du, Junge? Was? Schattenwurf, hallo. Nemi, Tony Hackenwar, Lars, Red Ninja Turtle, Connection Lost, Tuscany, Nemi, Chrissy, TTV, Housie. Housie, du schreibst wieder auf, ne? Goldscorp, Bionic, Cass, Sergeant Obi, Sergic, alle sind da, ja. Dice, Verti, Honeycake, Hub, Psycho, Mauli, Chex, G-Froze und Lars, Dankeschön für die 100 Bits. Ronny ist da, Chrysanthem Warren ist da, Ernie ist da, alle sind da. Alina ist da. Ach ja, Mann. Ey. Da bin ich mal gespannt, was heute mit P passiert. Ob heute wieder ruhig ist oder heute echt verflucht ist und uns irgendwas Dummes passiert. Don Calimero, Jones, guten Abend, The Jumper. Ach, der Ronny ist auch da, dreimal erwähnt. Bist du ein bisschen erkältet? Nein. Ich habe Mittagsschlaf wieder gemacht. Meine Grakasse einfach RIP. Ach du Scheiße. Nur Sack, was geht? Ach ja, ach ja. Heute ruhig, ja. Gestern war ja ruhig, ne? Gestern war ja. War lustig, aber war ruhig. Aber wir können nicht immer solche Montage haben, das geht nicht. Das würde ich gar nicht verkraften. Hype Train auf Stufe 4 abgeschlossen. Dankeschön. So, ich hoffe, euch geht's gut. Ich habe heute Pizza gegessen. Sogar eine sehr gute. Machen wir Duftkerze, gehen wir schon in Pommes. Ich komme eh heute zu spät. Ich weiß gar nicht, ob Twinkie heute kommt. Die klang vorhin auch nicht so gut gelaunt. Nee, Pizza, nee, mit Salami und Schinken habe ich heute gegessen. Salami, Schinken, Pizza. Pizza war wild, Mann, hatte ich Bock drauf. Salalalalam, was geht ab, Phil? Why is the series, hallo? Selbstgemachte Croc Garbage, boah. Wo oft macht ihr denn Pizza? Nicht so oft. Die heute haben wir heute gekauft. Weil mein Schwager war bei seinem alten Job, die haben eine neue Kasse und so, sich einarbeiten, falls das hier der Lockdown irgendwann aufhört, damit er direkt wieder arbeiten gehen kann. Weil sitzen alle auf heiße Kohle, ne? Alle sitzen mal zu Hause. Und warten darauf, dass wir wieder rausgehen können. Flying Star, vielen lieben Dank für 500 Bits, Mann. Und Silent Joe, Dankeschön für den Resub am 5. Und da war nicht genug Zeit heute, um zu kochen und so. Ich habe aber bis mittags gepennt. Bin ein richtiger Stinker. Als ihr das mit dem Opa klären wolltet, am PD gestern war ich in einem anderen Stream kurz, da haben einige geheult wegen Fail-RP, haha. Direkt im Stream verlasst, kein Bock auf so ein Gelaber. Inwiefern, Fail-RP von uns? Der erinnert Fail-RP von uns? Also ich habe keinen Angler 20 Mal mit dem Auto weggerammt. Wie so ein Wahnsinniger. Wann wird Jay eigentlich die Switch geklaut und du zeigst, wie schön du strahlen kannst? Nee, an die Switch darf ich nicht ran. Könntest, weißt du, dass Kayana und Paul Panzer auch streamen? Ja. Ich meine noch mal mitbekommen zu haben, dass Kayana auf Unity mal IP gespielt hat. Ich glaube schon. Oder auf einem anderen Server. Bin mir nicht zu 100% sicher. Das mit dem Auto ist danach gewesen. Ist mir scheißegal. Ja, ne? Erkel und Stefan streamen auch, ja. Die streamen alle. Haben wahrscheinlich das Potenzial gesehen. Gibt ja auch ganz viele Rapper, die mittlerweile GTA-RP spielen. Also braucht man sich öffentlich dafür nicht mehr schämen, dass man das tut. Kappa. Auch beim Taxi? Ich meine, ich hatte mal ein Video gesehen, wo der Türsteher oder so war. Ich habe das aber auch nicht verfolgt. Ja, auf Unity. Und alle sind ihm hinterhergelaufen. Kein Wunder, dass er wieder gegangen ist. Echt, welche Ripper? Da wird Farin Bang darin sehen. Hier. Boah, von PS Boats, der eine Ripper. PS Boats zockt auch RP. Das sind schon ein paar. Das sind echt ein paar. Mois habe ich letztes Mal auch gesehen. Okay, ja doch, der ist wohl auch Ripper. Aber der hat auch RP mal gezockt. Er hatte zwei Chars. Haken und Türsteher und Ranged als Taxi. Okay. Kianusch, genau, Kianusch streamt auch. Aber nicht nur EP. Der war ja damals schon auf Homestead unterwegs. Den haben wir ja weggebrettert da.
Die hat doch immer mit Frank, haben die doch immer Freestyle-Battles gemacht vom Unicorn und so. Der war doch, der Kianos war doch bei Giphy unter Vertrag auf Homestead MP. Aber der Giphy hat halt nie fertig gebracht, hat vernünftig auszuspielen. Frank war auch bei dem unter Vertrag. Dillo noch von Dings, von den Hoovern, Mann. Kai zockt alter Warzone, hab ich gesehen. Hab gehört, dass dieser Curtis Kusch ausstreamt. Ja? Nach der Duftkerze fange ich an. Sorry. Bin schon wieder abgeschweift. Aber ich mag das, mit euch zu reden, bevor ich anfange. Weil momentan ist es ja so, dass ich während ich RP spiele nicht mehr so krass auf den Chat eingehe. Weil ich das irgendwie nicht mehr hinbekomme. Und das tut mir auch unfassbar leid. Auch mit dem Vorlesen der Subs und so. Aber ich bin dann so vertieft da drin. Nimmt mir das nicht übel. Auch schon gesehen, dass wenn die Gangster-Rapper von dem 14-Jährigen in den Boden beleidigt werden. Imagine, du sagst zu einem PS-Bot, der auf dem Boden liegt, bewusst ist im EP. Oh, du liegst in Lutscher. Kaya zockt gerade EP, vielleicht läufst du über den Weg. Auf hier, aber noch nicht auf Unity, oder? Also ich habe den noch nie gesehen oder gehört. Ich glaube auch nicht, dass ich den erkennen würde, um ehrlich zu sein. Du ignorierst uns natürlich nicht. Ich bin noch nicht arrogant geworden. Lüge. Naja, du hast was zu tun anstatt Kreis-RP. Das stimmt allerdings. Ey, das Album ist echt gut, Mann, von Trippy. Ich kannte das gar nicht. Spooky Sounds Edition, Pegasus. Du bist alt geworden? Ja, vielleicht. Chat pennt, wenn du in die Pommes gehst, mega angenehm, aber. Nein, der zockt Story oder so, kein Plan. Das ist keine PS, so. Geht der online, zockt der? Geworden. Du bist alt, Oma. Ärgerin. Ah, der Raffo. Giphy, fühlst du dich noch scheiße? Sei mal ehrlich, Giphy, erzähl uns mal, wie deine emotionale Welt gerade aussieht. Hallo, Shirox, guten Abend. Und auch an alle anderen guten Abend, die gerade erst eingeschaltet haben. Wir fangen sofort an mit RP, keine Sorge. Ich würde mich am liebsten schlafweinen. Hallo, Audi-Fahrer. Hallo, Robot-Helden. Hallo, was geht? Nix, Wola, nix. Kurz noch Giphy dissen, dann EP. Guild Wars ist vorbei für mich. Raffo, übertreib hier nicht mit deinen Beinen brechen. Du Schlingel, du. Jetzt ruf ich der Vater an, da kriegst du Hausarrest. Mm. Darf ich das? Ich weiß gar nicht. Warte, ich guck mal eben. Ich weiß gar nicht, ob ich weiß gar nicht, ob das schon offiziell ist. Nein, dann na egal. Wieso, was denn passiert? Ach, Schattenbund, Mann, ich habe PvP-Amulett gekauft, Alter, und da kommt keine Infusion oder so rein. Ich dachte, wir haben Ehrenabzeichen, wir können da ein bisschen sparen mit Lorbeeren. Hat Mila und ich haben uns Dings gekauft. Amulett, und können wir eigentlich in eine Tonne kloppen, ist nichts wert, so. Edelstein passt da auch nicht rein. Und der Giphy hat einen Legendary-Contract bekommen aus Schwarzlöwentruhe. Um Infusionen und so kostenlos rauszutun, und den hat er benutzt, anstatt den zu verkaufen. Heute wieder 3000 Gold-Item bei ihm, gar keinen Bock. Küsse gehen raus, Alter. Ja, so ist das Leben, ne?
stehe nur Bahnhof. Ab in den Pommes. Da verstehen wir alles. Hab das mit Absicht gemacht, damit ich Meme werde, glaube ich nicht. So, Mucke aus, Discord X, VOD hat Sound, Steam starten und ab geht's in eine Pommes. Tja, so ist das, wenn ihr nicht fragt. In 2 Tagen bekommst du 8K-Item, das glaube ich nicht. Das glaube ich eher weniger. Weil jetzt wollte ich schon Guild Wars starten, Alter. Was ist mit mir los? Voice-Test machen wir, Moment. Assalamu alaikum! Gib 2 Pommes, hätte auch was. Ey, die machen tatsächlich RP da, ne? Also Text-RP-basiertes RP. Die chillen dann da in der Hauptstadt und haben dann so Gitarren und so und spielen da Musik und so ein Quatsch. Ich würde mit Peanut 1 bis 10 Eiskugeln essen gehen. Boah, ja, Mann. Wie auf die Aldor. Ja, das ist richtig wild. Jamie Newgate, danke schön für den Weezer beim 6. Was geht ab, Big P? Nix, Bruder, bei dir? Ich habe es nicht ganz anfangen auch bei... Ja, gibt's immer noch. Es gibt bei WoW so RP-Server. Gibt's da geile Cringe-Pommes auch? Auch, natürlich. Da musst du aber in dem Spiel glänzen und so. Damit du da cool rüberkommst, da bringt dir deine Stimme nix. Fandest du gestern Nacht die Musik in Löwenstein? Jo. Ist okay? Ist Peanut der kleine Bruder von Curtis? Er der Große. Ach ja. Schöne SW-Wache, 9 Stunden simulieren.